trainieren darf, sag Bescheid, ne? Also, ich sehe wirklich nur den im Moment. Keine Hunde. Feuer! Feuer! Wie war das? Die Knie, die Gelenke oder sowas sind die Schwachstelle bei dem? Oh ja, bei uns nachladen. Nachladen? Nicht vorladen? Ah nein, wir sind ja kein Gericht, ne? Yeah! Ich hab ihm mal ein Gelenk umgruppen geschossen. Das ging erstaunlich gut, ne? Ist der nicht tot? Der steht noch! Der bewegt sich noch. Okay! Das war so ein Dark Souls-Moment, ne? Auf einmal steht's wieder auf, oder wie? Boah, schieße ich ihn heute hin? Woanders. Oh, er hat eine Salve abgeschissen. Glücklicherweise nicht in meine Richtung. Das fand ich nicht in Ordnung. Radikal! Da guckst du blöd. Oh. Also irgendwie will er nicht umfallen. Oh, mein Automatgewehr ist gleich leer. Denn du hast doch... Was hab ich? Du hast jetzt viel mehr Munition gesteckt. Nein, ich kann mehr Munition stecken, aber das heißt nicht, dass er... Ein 5er Zielfernrohr! Io! Io! Ich hab ne 5er Pumpgun, ich hab ne... da steht was hinter euch. Oh! Ha, daneben, daneben! Wow! Okay, man merkt, der Schwierigkeitsgrad zieht ein bisschen an. Alter! Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Oh. Da ist noch einer, da ist noch einer. Oioioioioi. Ja, schnell. Also hier haben wir ins Wespennest gestochen, ne? Oh, oh, oh. Halber's dran, aber nur für die Short Drive. Au! Finger links. Finger links. Wie links? Wo links? Das neben ja, rechts! Der ist an dir vorbeigelaufen. Boah, ich muss meine Waffen nachladen. Er fällt, er fällt. Den hab ich nicht gesehen. Das hat Spaß gemacht, tun wir es nochmal! Einen großen, dicken, goldene Pumpe bekommen, das ist ja geil. Wow. Da ist ja mein Zielfernrohr ist ja voll kacke dagegen, ne? Ist auch nur ein 1 bis. Beschwerst du dich, dass du nicht mal was Blaues bekommst? Ja, jetzt krieg ich was Gelbes, ne? Ja. Ich hab 3 Rauchgeschosse gefunden im Großen. Warte, stehen bleiben, alle. Jawohl, Herr Kommandant. Wo bist du? Draußen, ich komme schon. Ist da was im Busch, Herr Kommandant? Bist du voll? Nein. Noch nicht ganz. Moment. Jetzt geht's aber. Ja, jetzt bin ich voll. Oh, schönes Zielfernrohr, ohne Einrisse und so. Endlich kann ich der Nachbarin in Full HD beim Duschen zugucken. Wer hat noch Leben verloren? Ich musste mich wiederbeleben. Du musstest, warte. Mir fehlen nur noch 2 Punkte. Ich habe noch 20%. Ach, das reicht doch. Dann machst du den Endboss. Ja, voll, danke. Besser, jetzt besser. Wo ist Blinker? So ein Humbug? Wo ist Blinker? Oh! Mach ich mit einer goldenen Pumpe. Oder Lapskaus. Ja, was machst du mit einer goldenen Pumpe? Pumpen. Ja, du bist doch das Nahkampfschwein. Aber mit meinem Automatgewehr. Was BMod sagt, stimmt. Was BMod sagt, stimmt. Nur weil da was Goldenes dran steht, heißt das nicht, dass auch Gold drin ist und so. Ja, so ähnlich. Solche hätten noch ein Sunny Package für dich, wenn du willst. Ja, hier damit. Das sieht jetzt munitionstechnisch aber wirklich ein bisschen dünn aus hier. Okay, ich habe noch 153 schöne, Schuss. Echt schöne Fingernägel, Smo. Hä? Du hast echt schöne Fingernägel. Das Schönste an der ganzen Person. Schäler, was für Muni hast du wieder? 243 und 762. Ach, Wo ist er? Wo ist er? Da ist der Schöne. Komm mal her. Ich hab hier was für dich gedroppt, Smu. Medikit. Oh, explosiv. Ja, da sieht man das Mod in Aktion. Könnte
könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet, ob ich es wieder rausnehmen soll oder nicht. Das ist die erste Hilfe, Dina. Dieter. Na, egal. Nimm raus, der Teil. Solche ist noch Medipack für dich. Oh, sehr gut. Ah, ja. Tatsächlich. Erstmal nachladen hier. Begib dich ins Dorf Corleby. Die Waffen müssen mal aufpoliert werden hier. Das Wallaby von Corleby. Meine Fernkampfwumme. Hast du auch eine Nahkampfwumme? Ah, das war nur die Sonne. Komm her. Hier ist meine Nahkampfwumme. Ja, ja. Einfach mal reingucken, winken, lächeln. Ja, stur lächeln und winken. Oh, da ist das Dorf. Girls just want to have fun. Ach, wo steigen wir jetzt wieder ab, ohne dass wir uns alle Haxen brechen? Ja, ne, wo der Seuche hier sagt, da vertraue ich nicht mehr drauf. Eher wenn der Schäner sagt, hier geht's lang. Hier auf dem Hausdach. Ja, da musst du auch nochmal runterkommen, ne? Leicht der Schaden. Nicht so schlimm. Was kann sicherer sein als ein Hausdach? So, ich bin runtergeschlittert, ohne mir was kaputt zu machen. Ist mir egal, wir haben einen Sunny dabei. Der wird einfach zwangsverpflichtet, ne? Schäner, hast du da was gesehen? Weil wenn du rückwärts läufst, dann heißt es für mich, hab acht, ne? Ich hab nichts gesehen. Ich guck mich doch mal um. Vielleicht ein Rot. Oh, da hockt ein Bot. Aber ich hab was gehört eben. Boah, du mit deinem neuen Revolver. Du hast fünfmal auf das Ding schießen müssen? Ja, der ist leider nicht ganz so präzise. Ach so. Scheiß Ding. Zwar ein dickes Visier drauf, aber... Ja. Du hast hinter dir... Oh, da ist was Rotes drin. Was Rotes? Außer das Blut? Bei mir ein Schalldämpfer und ein Dietrich. Ein Flinten-Joke. Braucht jemand einen Flinten-Joke? Eine Überraschungsbox, würde ich jetzt mal sagen. Also eine China-Überraschungskiste. Da kommt dann so ein Tigerschwanz raus, auf dem er rumhüpfen kann. Weil Tiger das nämlich so machen. Das macht aber nur der Tigger. Der China-Tigger. Hat hier ein Telefon gelümmelt? Ja, China! Das hast du davon! Das hast du davon! Da hat er eine Grube gräbt, der explodiert selbst darin und so, ne? Hat ein Grubengrab gerät. Da hat man ausnahmsweise mal nichts gemacht und dann sowas. Es war mir schon klar, was du da machen wolltest. Du schleppst diese Dinger nicht einfach so rum. Das ist nach hinten losgegangen, hä? Nein, eher vor mir, während ich gerade im Inventar war. Auch gut. Ich muss mal kurz hier ein bisschen runterdrehen, habe ich das Gefühl. Ach, wir kriegen uns jetzt wieder ein. Das war eben nur die Ekstase, ne? Ich habe auch sehr viel an Sound rumgespielt vorhin. Was ist das denn hier eigentlich? Nun, irgendwas ist da draußen. Nee, bei mir hat es eben angefangen, leicht zu lecken. Das heißt, bestimmt, er spawnt das nächste Ungetüm. Ganz genau. Irgendwas ist angeblich östlich von uns. Außer. Ja. Wo bist du denn? Moment! Das gefällt mir nicht, wenn du so danach fragst, solche. Ja, da ist... Die Sanierung ist im vollen Gange. Oh Gott, hier drin ist alles umgefallen. War hier drin was zu looten? Ein Ghetto-Blaster. Ich habe das vorhin gesehen, ich war im ersten Stock oben, mir halt alles um die Ohren. Das wolltest du doch mal machen, ne? Ich habe gerade ein Fernseher kaputt gehen gehört. Ja, das war ich. Also, die gefährlichsten Feinde hier sind wir gegen uns selbst, ne? Erste Hilfe, seid sehr schön. Nein, außer gegen den Rest. Aber auch gegen die Maschinen. Mhm. Irgendwas wird wieder angezeigt hier. Ich kann mich übrigens an jemanden erinnern, der hat mal eine Maschine gespielt. Und nannte sie Freelance. Und weigerte sich, beep, da, beep, bap, da zu sprechen. Wer hat denn von euch eine Flinte? Keiner. Also ich nicht. Naja, nehm keine Flinten. Hier ist ein guter Flinten-Joke. Ach, ich erzähl dir auch einen guter Flinten-Joke, ja, wenn mir wieder Witze einfallen. Ich überleg's mir gerade wegen der goldenen Flinte. Oh, hier gibt's auch wohl wieder ein Sammlerstück, hä? Wessen Vorgarten müssen wir dafür sprengen? Hör ich da was oder höre ich da nichts? Aber wenn, dann ist es so ein Schweber. Oder Treiber, wie sie beim alten Enemy Unknown gesagt haben.
Die Kofferräume sind recht unspektakulär. Unspektugal. Unspektugal? Ja. Für Brustfettgesicht. Mhm. Was? Auch keine Leichen drin? Nein. Okay. Wollt seine mitnehmen? Kann man aufmachen. Und hier steht schon offen. Ah, ah, das ist der Wind hier draußen, der so pfeift, okay. Ja, mir ruckelt's heute irgendwie. Ah. Ich muss aber auch sagen, da draußen habe ich teilweise unter 60 Frames, also es könnte wirklich an der Region liegen. Ich glaube eher, dass es dein Mod ist. Ja, ja, das ist der Mod schraubt die Frames runter, ne? Es kann bloß der Mod sein. Ach, hier geht's wieder raus. Nee. Ach, hier geht's hoch. Oh, das ist mal ein anderes Haus. Oh, das ist aber schön. Was, ein anderes Haus? Ja, das ist von der Treppe her schon anders. Das hat so eine Wendeltreppe drin. Ah. Ah, das ist ja auch gemauert. Backstein. Und da drin knackert was irgendwo. Was? Kackstein? Ein Kackstein ist nur, wenn du es braun anpinselst. Ein Kalkstein. Eieiei. Tatsächlich, die Treppe. Kann ich denn die Kiste hier öffnen? Also ich als Level-Designer. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, zum Glück bist du kein Level-Designer. Da ist eine Kiste unterm Bett und ich komme nicht dran. Ja, das ist dein Problem. Da müssten die Mapper noch mal dran, dass die Kisten nicht so weit irgendwo drunter stehen, wo man nicht drankommen tut. Balkon. Kreizsackel, Zement. Alter, wieso ruckelt das bei mir heute so? Bei mir gar nicht. Bei mir leckt gerade die Arsch. Hm, 63 Frames, das ist okay. Also ich kann damit leben. Oh, da ist auch wieder so eine Treppe. Okay, du guckst unten, ich guck oben. Das ist radical. Wunderbare Aufgabenteilung. Ah, ja, den Fernseher, den lasse ich euch. Den zerschießt ihr so gern. Hupala. Ein gestufter Bob. Ich habe einen gestuften Bob gekriegt. Gleich anziehen. Den muss ich sehen. Endlich muss man den optischen Verfassung, ja? Und dann auch noch in Rot. Ne, keine andere Farbe, nur Rot. Ich habe einen Polunder in Rot gekriegt. Na super, das wird ja passen, ne? Für was? Für eine Frage? Keine Ahnung, für eine seltsame Figur. Tena, keine Gasbuddel? Gut. Noch nicht. Der Eimer, da ist verräterisch. Lag. Alter, was ist denn heute los? Boah, sonst werden wir gleich rausgeschmissen. Irgendwas? Oh, die Tapete! Röschen! Röschenhof! Nee, da nicht. Ich habe hier irgendwas, irgendeinen gelben Ausschlag. Gelben Ausschlag? Da würde ich zum Arzt gehen. Genau, ja, ist besser. Das war fast. Hauptsache kein Gangrän, ne? Ist euch mal aufgefallen, wir sind so ein klein bisschen wie Heuschrecken, wenn wir so einen Ort finden. Erstmal drüber herfallen. Ah ja. Könnte ja was sein, ne? Da drin knackert's. Also, wo sitzt du? Im Badezimmer? Nein? Na? Hm? Okay. Aber ich war der Meinung, ich hätte da noch was knackern gehört. Ein Lagerraum und hier ist nichts drin. Ja. Dafür ist hier eine Werkzeugkiste. Ja, das finde ich, da muss ich ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen schade, weil manche Häuser, die durchsuchst du von oben bis unten und dann ist da gar nichts drin, ne? Also, ich hätte wirklich in jedem Haus so eine Kleinigkeit hingeschmissen. So, da wäre ja, ist ja was zum Anziehen da. Hm. Alter, wieso frisst es gerade meine GPU auf hier, das Game? Wegen Nebel vielleicht? Und dann ist hier noch ein größeres Gebiet. Ich habe alles auf niedrig gestellt jetzt. Aber tut mir komplett nicht. Okay. Wo hattest du denn den? Was, das Viech? Ja. Das ist einfach von hinten gesprungen gekommen. Also wahrscheinlich wieder so ein schöner Spawn. Da draußen steht einer und guckt darüber, so ein aufrechtgehender. Scheiß Spanner, geh weg vom Fenster. Wo? Da, wo ich hinschieß. Wo schießt du hin? Da, wo es schießt, ist da bei euch nichts. Doch, da einer trifft doch was, der Seuche.
Fall endlich um! Oh. Oh nein, da hat Giftgas geschossen. Das habe ich auch im Singleplayer erst gelernt, dass die Viecher das können. Hier ist auch wieder Giftgas. Power. Okay. Hier raus. Ah! Scheiß Leck! Zur Not schicken wir dir eine Spritze ins Herz! So, für alle, die Giftgas abgekriegt haben. Ja, ich bin bei 80%. Ein Prozent. Er steht auf dem Boden, einfach anvisieren und draufdrücken. Ja, das solche ist noch irgendwo da drin. Ich muss erst mal aus dem Haus rauskommen. Der Smooth ist noch da drin. Ah. Auf den da hinten vielleicht? Was? Wo da hinten? Da oben. Ach so. Ach, tatsächlich, da steht noch einer, ne? Die Kleine. Eieiei. Sag mal. Hier stehen noch drei Stück, nur so zur Info. Okay. Klingt nach Spaß. Ja, das Mu hat gerade beide vom Berg geschossen oder so. Ah, hat der eine den anderen mitgerissen oder so. Alle, ich habe eben durch den durchgeschossen. Mitten durch. Okay. Jetzt habe ich ihn getroffen. Gut. Jetzt mal den einen looten hier. Euch schreckt mit Schlachtfeldkrähen-Modus an. Den kann man nicht mehr looten. Na toll. 518 EP. Ah, da kann der Smoo wieder seine explosiven Geschosse kriegen. Zwei Stück hat er verloren. Ja, zwei mehr. Dann müssen wir halt zwei Jahre spielen. Wir spielen sowieso einmal die Woche bloß. Ah, ich meine, wir looten halt gerne. Also zumindest Tiger und ich. Ich weiß nicht, wie es die anderen machen, aber es merkt man. Man hat dafür bezahlt. Also will man ja auch was sehen. Ich habe für jedes Haus einen Nanocent-Betrag bezahlt. Ah. Du müsstest das Spiel noch ein bisschen netter zu mir sein. Mir wird in den Häusern meistens ein bisschen schwindelig und irgendwas ballert auf mich. Und in der Ferne naht wieder so ein Vierbeiniger. Au. Sehr schön. Ich au. Wie viel gibt's? Wo? Ach, oh, da drin. Im Haus. Ja, man, dafür gibt's hier erstaunlich wenig zu looten. Das ist ja irgendwie voll. Ne, das ist doch irgendwie, ne? Oh, ich hab hier eine abgesperrte Tür. Wer kann das aufmachen? Ja. Yeah. Weg. Der Smoo kann doch knacken. Ah. Wieso darf ich die nicht knacken? Moment. Oh, hier liegt ein Toter. Ah, endlich mal wieder was mit Munition, ne? Oh, da hängt eine Nachricht an dem Schrank. Na, dann lies mal vor. Handschriftliche Notiz von Olle. Veronika, du kannst mich gerne einen Feigling nennen, aber ich kann mich nicht mit dir treffen. Zumindest nicht im Moment. Es tut mir leid. Friedrich war so nett und hat mir angeboten, auf seinem Weg zur Arbeit meine Kisten und andere Sachen bei dir abzuholen. Aber lass uns bald eine Tasse Kaffee trinken gehen. So wie wir es geplant hatten, okay? Vielleicht bei Colleby. Ficka wie damals. Ich vermisse dich, Olle. Das Ficka stand da drin, ne? Ich wollte gerade sagen, warst du da jetzt was dazu? Ficken wie damals, ja, alles klar. Das knurbelt hier überall. Überall knurbelt es hier rum. Oh, ein Medipack. Ja, ist doch immer wieder schön. Ach, und diese Floppy-Disks, die schon nicht mehr floppy waren. Also ne? In dem Raum, Smoo, wo du rein willst, ist nichts drin. Ich schau hier gerade. Ich war gerade am anderen Fenster. Okay. Ich kann sowieso nicht. Abgesperrt. Geht irgendwie nicht. Warum auch immer. Ja, gemein. Vor allem, weil du Schloss knacken hast. Ja. Jetzt dürfen wir Theorien aufstellen, warum. Und irgendwo zappelt hier noch so ein scheiß Mistvieh rum. Ja. Ach, die Tür gehört zur Mission, da. Okay. Steht im Chat. Armin hat uns einen guten Hinweis gegeben. Zeitung in Veronikas Haus. Ist Schwingen wirklich bereit für einen Krieg? Monika Biström. Es gibt Gerüchte, dass das Nationale Forschungsinstitut für Verteidigung, FOA, und das Militär von Stromausfällen und Problemen bei der Telekommunikation betroffen waren. Auch wenn sich die Dinge anscheinend wieder normalisiert haben, geben die Störungen und Stromausfälle, die wir alle in den letzten Tagen erlebt haben, sowie das Fehlen jeglicher offiziellen Erklärung Anlass zur Sorge. Nach all den großen Reden über die Erhöhung der Militärfinanzierung fragen sich die Steuerzahler sicherlich, ob ihr Geld gut genutzt wurde.
Aber noch wichtiger ist Schwedens zivile und militärische Infrastruktur im Falle eines Angriffs durch eine ausländische Macht stark genug. Sind wir bereit? Na, im Falle robotischer Macht auf jeden Fall nicht. Tja, und das scheint ja selbst von Schweden zu kommen, Alter. Die Viecher. Alter, wieso leckt das bei mir so extrem? Das ist doch zum... Mäuse melken! Ja, vor allem die letzten paar Mal hatte ich diese Probleme nicht gehabt. Musst du mal in der Pause neu starten, vielleicht bringt's ja was. Auf was schießt ihr den Schatten wieder? Dinge. Ja, aber doch, das ist erstaunlich wenig Muni hier. Also das finde ich ein bisschen... Bei dem, was da an Feinden dir entgegenkommt, ist das ein bisschen mager, ne? Hm, vielleicht kommt jetzt Knüppeldicke. Ja, und wir sind noch gar nicht mal richtig tief in der Insel, ne? Und ich habe auch keinen neuen Fertigkeitspunkt. Das... Lamentier, lamentier. All. All? Wie bitte? Achso. Ich krieg grad nur... Da ist die Treppe. Hier geht's hoch, danke. Ich höre die ganze Zeit Leute schießen. Sowas machen wir nicht, das sind andere. Mist. Boah, die haben sich in unsere Runde gehackt, hä? Aber zu viert ist das ja eigentlich schwer eine Runde, das ist es eher ein Karo. Bedummtsch. Postel, dreh dich mal um. Lieber nicht. Komm zurück. Wo liegt der Sprengkörper? Ja, das, ich hab keinen. Das haben wir in der ersten Folge schon gemacht. Solcher hat Spaß. Natürlich. Aber Shena, wenn du ein Sammlerstück siehst, da kannst du uns Bescheid sagen, ne? Nö. Ja, ich hab's gemerkt in der ersten Folge von dir. Orsel, komm zurück. Orsel, was? Komm zurück. Was denn? Wir gehen jetzt mal in das Haus. Ja. Und Smoo muss das Spiel einfach mal neu starten. Vielleicht funktioniert es dann. Okay. In der großen Auslastung. Ja, da werden aber jetzt alle wieder rausfliegen, ne? Oh. Ja, darum stellen wir uns ins Haus, dass wir da herin spawnen können. Ja, das sehen wir dann, ne? So, dann werde ich jetzt mal kurz gucken. Jetzt warten wir, bis wir rausfliegen. Stellen wir hier mal kurz um. Ich krieg ein Rauschen. Weit Neues. Ich nicht. Verbindung verloren. Gut. Ja. Und natürlich geht's ja trotzdem noch ein bisschen weiter. Das ist auch so. Wenn wir nur noch auf den... Die böse Lampe. Seht ihr meine schöne neue Frisur? Dafür musste so ein kleines Ei-Ei-Tier sterben. Ja, schön und Ossel, das sind so zwei Sachen. Synonyme, wolltest du sagen. Zeitreisehaar nennen die das. Wie kann ich in meiner... Ah, hier kann ich meine Figur drehen, okay. Da, der ist doch schön, oder? Oh. Hm? Niemand nennt mich eine feige Sau. Oh Gott! Entschuldigung, ich habe mich gerade erschrocken vor mir selbst. Alles auf niedrig gestellt. Meine Grafikkarte rennt bei 83% rum. Ach, hast du immerhin 17% Luft? Was für eine hast du? Eine 1070, ne? 79. Eine 79? 79. Okay. Ja, eine 79, da war das bei mir auch so. Ah, da kann ich... Ja, aber die letzten zwei Mal hatte ich es alles auf Mittel stehen, das hat mir so geleckt. Im Nachhinein denke ich, es hat vielleicht was mit seinem Stream zu tun, Fragezeichen. Deshalb wundert es mich jetzt, dass mir es auf einmal so rausballert. Ach, Smoo, ich habe noch was hier für dich dabei. Da. Smoo, lad mich bitte noch mal ein, oder? Lad mich bitte noch mal ein, oder? Ist ja der Ball, das ist ihm beigetreten. Ach, jetzt. Ja, okay. Weil es mich hat in Dingbildschirm geschmissen. Den Dingbildschirm? In den Hauptbildschirm. Ah. Shena lässt auch wieder Sachen unter sich fallen. Das hier ist auch für Smoo. Ich habe auch was abgelegt. Ich weiß bloß nicht, was hingefallen ist. Das brauchst du alles nicht, Shena. Ich habe es abgelegt. Ich weiß nicht. Vermutlich bei mir da im Rucksack. Standard der Stilfeset ist hier noch drin. Was hat es abgelegt? Haarklammern? Nein, drei Raketen. Drei Rauchgeschosse, die habe ich eingesammelt. Die vaped er dann in der nächsten Pause wieder weg.
Hahaha, nochmal durch den Bunker. Was? Oh, da vorne steht ach, was. Ah. Radical! Oh, Menno, ich bin gerade erst rübergekommen. Ah, Jesus. Lass den Typen da raus. Die Belly schreibt gerade, dass die Pause bei dir noch drin ist, solche. Der Pausenbildschirm. Nee. Oh, mir ist auch noch kein Leuchtbild. Aber jetzt hat. Jetzt nimmt das an. Okay, gut. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Ich hab's fehlerfrei hingekriegt. Wolf D495 würde der König vom Lüsehampen. Lichthafen. Oh, der ist da auch gleich in der Richtung, wo wir hinwollen. Okay. Ich gebe Schena nach, weil der hat die Kisten gefunden, die Container. Ach, oh, da gibt's bestimmt wieder Muni. Nee, ich kann nichts looten. Sind bei mir alle offen, also. Echt jetzt? Raus hier, Schena, komm, den packen wir uns. Was? Ja, hier sind alle Kisten nicht befüllt. Ja. Ja, bei mir sind ein paar offen, aber nicht alle. Also, ich kann. Also, sagt uns das, ich hatte nicht alles gelootet. Ja, ein Teil steht offen, ein Teil nicht. Egal, weiter geht's. Naja, aber weiter geht's, wenn da nochmal so viele Roboter kommen. Du hast ja schon gemerkt, dass das frisst unsere Munition auf, wie, als wären es Kekse, ne? Nicht vergessen, dass das Ding auf das Mädchen, das Wolf schrie. Ja. Ich lauf ja eh dir hinterher. Da ist nämlich auch der Große wieder. Da gab's da gut Muni. Die Panzermunition dann. Ich hab immer Antipanzer dabei. Ich hab keine Ahnung, was ich drin habe. Stuff. Stuff. Ah, ein 44er Magnus. Sag hier noch rum. Ah, wir müssen ein bisschen nach Südwesten. Okay, dann mache ich das wieder zu. Besser wird's jetzt nicht mehr, glaube ich. Redest du von deiner Hose? Einfaches Erste-Hilfe-Set. So. Der Große ist wieder da, ich höre ihn. Ja, ich meine, da war vorhin auch noch einer irgendwo rumgestopft. Über den Berg hinweg ertönten Klöppelgeräusche. Oder ist das der König? Der Voldemort. Der ist easy, den kann man ja mit dem Stein besiegen. Versteht das? Ja. Holy smokes. Ja, wir haben ja auch schon einen größeren, so einen mit 6 Beinen oder so erledigt, ne? Ja, ich glaube, das ist nämlich so einer. Na dann Prost Mahlzeit. Aber ich wurde vorgewarnt, es soll zum Ende des Spiels hin noch absurder werden mit interessanten Viechern und so. Sehen sie dann aus wie du? Das hättest du wohl gern. Aber musst du nicht immer wieder meine Bilder angucken. Ich hab hier rote, die sprinten. Rote, die sprinten? Rote Viecher, die sprinten. Die Kommunistenbotter greifen an. Hast du ihn gespottet, Smu? Dreherglas. Schwer. Das ist ein Zweibeiner. Ja, den müssten wir dann packen, ne? Der hat ja ein Bein weniger als 50% unserer Gruppe. Na toll. Das sind 2 Stück, nur zur Info. Da sieht man einfach nur, wie der Berg sich erhält. Wenn wir jetzt ein bisschen Artillerieunterstützung hätten. Ich geh mal hier kurz. Da schlagen Sachen ein und so. Ja, ich hab dem Notsignal fucking draufgepinnt. Das war cool, da konnte man ihn gut sehen, ne? Nee, die schießen dann doch aufeinander. Ach so, weil sie ja clever sind. Ja, stimmt. Ich fühle jede Kugel, die ich in ihn reinjage. Oh, wer wohnt in der Ananas? Ganz tief im Meer. Es sind die Max. Ich versuche das Arschende zu kriegen. Oh, da kommen Zecken. Aua, aua. Sag los, sie können die werfen. Oder absetzen. Ihr blöden Viecher, ihr müsst mich auch mal nachladen lassen, ey.
Radical! Ich wollte eine Granate schmeißen, hier. Es ist nur noch einer, oder? Nein, sind zwei. Nein, immer noch zwei. Ei, ei, ei. Explodiert ist, hat das gut getroffen. Ja, die haben mich ganz besonders lieb. Naja, die wissen, dass von dir halt die Geschosse geflogen kommen, ne? Aua. Ei, Jesus. Ich hab hier ein Erste-Hilfe-Set auf dem Boden, das ist gar nicht zum Anfassen. Ja, getroffen haben mich die Viecher zum Glück noch nicht, aber... Jetzt zeigt er mir seinen dreckigen Metallarsch. Nimmst das und dies und das. Da willst du endlich mal hochgehen hier, du Sack. Oh, einer liegt. Und mein Automatgewehr ist übrigens leer, aber... Ja, ich hab auch nur noch 50 Schuss. Hohoho! Ich hab irgendwas. Ja, der macht gerade ein ziemlich gemeines Dauerfeuer. Nein, diese kleinen Mistviecher hier. Achso. Ja, die spawnen hier oder so. Aber er verfehlt mich total, das finde ich gut. Ich glaub fast. Oh. Was? Er sollte in die Luft fliegen, ja. Aber nicht so, ne? Nicht so! Ich hab meine letzte Adrenalin-Tropfen verbraucht. Weißt du, das ist meine letzte. Jetzt fall endlich um, du blödes Ding! Oh! 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 Holy smokes! Was für Glück, dass hier ein Sunny Pack liegt, ne? Oh, die Größe ist wow. Habe ich gekriegt. Ich auch. Da hat ein Fahrrad verloren bei mir. Wir hatten ein Adrenalin. Da springt noch eins rum. Bei dir, Smu. Zwei, drei. Also hier, wo ich stehe, gibt es erste Hilfe. Ah! Ich habe NATO-Standardmunition gekriegt. Supi, jetzt ist der Loot hier weg. Okay. Halt! Kein Passierschein A38! Und da wären wir am Ende einer sehr geschäftigen Folge, also wirklich unsere größten Schlachten, die wir bisher hatten, alles in dieser Folge. Vom Anfang bis zum Ende ständig was zu tun, ne? Und die Viecher, die werden nicht kleiner, es werden eher noch mehr und noch größere. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, ne? Wie ich ja vorhin befürchtet hatte, unsere Munition könnte knapp werden und Automatgewehr ist bei mir leer. Solcher hat gesagt, er hat auch nicht mehr viel. Smur hat wohl seinen letzten Sprengkörper rausgehauen. Das könnte jetzt ein bisschen haarig werden in der nächsten Folge, wenn wir da nicht bald was finden. Und außerhalb der Bunker findet man da ja eh meistens nicht so viel. Mit etwas Glück hat aber dieses ganze Gemetzel jetzt... ja, kann man es Gemetzel nennen, wenn man gegen Roboter kämpft? Keine Ahnung. Vielleicht hat das jetzt wenigstens genügend Erfahrungspunkte reingebracht, dass wir da vielleicht dann mal wieder was hochleveln können. Ihr wisst ja, ich habe das vergrößerte Inventar ins Auge gefasst, weil im Moment bin ich ja eh ständig überladen. Und der Schäder, der hat uns ja schon davon vorgeschwärmt, also muss das halt einfach sein. Ja, okay, dann bleibt mir jetzt nur übrig, wieder mal Danke zu sagen, dass ihr reingeschaut habt. Eventuell habt ihr auch vielleicht daumiert, ne, oder Kommentare hinterlassen. Und ja, wenn ihr wollt, es geht natürlich bald weiter bei Generation Zero. Wäre toll, wenn ihr dann auch wieder mit dabei wärt. Ich sag dann mal, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Wer sich das hier noch anhört, ist eine ziemlich coole Socke.